So, wir starten mal ein neues Projekt, Ark of Steroids. Hier geht's bis Level 1000 und hier gibt's die ganzen besonderen Dinos wie Alphas und so weiter. Alles aus der Anunnaki-Mod. Wollen wir mal gucken. So, Kuris. Ja. Lasst mich. Ey, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Super. Komm, bitte, bitte, bitte. Jetzt muss ich nur noch einen Spornsohn suchen. Ja, ist nicht einfach auf den Server zu kommen. Hier gibt's 1000 Mods oder so. 1001. Oh ja, Alter. Und es gibt bis Level 1000. Ist alles auf Maximum hochgelegt, deswegen heißt sie Ark of Steroids. Jawohl. Da werden wir richtig Spaß an der Backen kriegen. Ziehen wir uns mal ein bisschen kleiner. Hast du dein Gollum-Männchen gemacht? Nö. Neandertaler, PvP. Los, jetzt habe ich ihn. Stimmt, ich hatte ja einen gespeichert. Ja, deswegen ja. So. Zack, zack. Creator New Survivor. Okay, und jetzt müssen wir wahrscheinlich schon um unser Leben rennen. Ach so, ja, und das Ganze spielt auf The Center Mod Map. Und wie ihr jetzt schon sehen könnt, jetzt steht auch mal endlich auf, hört Kratzen auf. Geht zum Hautarzt. Das ist immer schlimm, ich hasse das, ey. So, die Schildkröte ist weiß, Level 100, na, geht ja schon mal gut los. Mal gucken, was passiert, wenn ich dem das Ei klau. Oh, scheiße, die haben schlechte Laune. Gib mir Movement Speed. Haben schon direkt instant 3 Level. Yeah, Jung. Ja, das kannst du gleich instant bis Level 1000 leveln, das ist so geil, ey. Ja, gibt's aber halt ordentlich Gewicht und Leben. Erstmal die Schildkröten loswerden und dann begrüßen wir auch mal die anderen Spieler auf dem Server. Hello at all. So, und los geht's. Zack, da haben wir schon wieder das nächste Level. Oh, ich glaube, das ist eine Alpha-Schildkröte. Die ist 10-mal größer und sieht so schwarz-orange aus. Und nein, das ist kein Grafikfehler. Ah! Da kommt eine Musik. Oh, ist die schnell. Ja, das ist ja das Kranke, Mann. Und die Mucke. Ja. Oh, fuck! Hilfe! Wenn der von der Schildkröte verfolgt. Scheiße! Die beißt mir gleich in den Arsch. Boah, ist die schnell. Das ist ja das Kranke. Ach du Kacke. Ich kann mich rumdrehen und die ist immer direkt hinter mir. Dann dreh ich halt rumdrehen. Ja, versuche ich ja. Okay, die Musik ist weg. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Nein, jetzt kommt hier Säbelzahn. Verpiss dich. Und ein Mega-Säbelzahn. Irgendwie so ein Diamond Joins is Arc. Yeah, Kess ist dabei. Hab nein, ich vergessen. Noch nicht. Dabei ist unser Kess. Kennt er ja schon, ne? Von dem Versuch, zu unserem Bauplatz zu kommen. 1000 Tode und so. Ja, ja, ja. What the fuck? Ah, guck mal hier. Da haben wir Tribe of Pichote. Ein Elite-Dodo. Was ist denn das? Tame, Alter. Hauen mit der Faust. Nee, den gehört da schon jemandem. Ach so. White Male Juwelier Parasaurus. Na gut. Ach, wir haben ein paar Level ab. Also, macht ihr 2000 in Melee? Nee, ich mach jetzt hier erstmal 340 Movement Speed, Ja, hab ich glaube ich auch. Ich weiß gar nicht wie viel, ich renn so schnell, Was ist denn das? Ein Baby-Dino? Der spuckt mich nicht an? Nee, der ist nicht Baby, der ist normal. Ja, warte mal, wenn du die Großen siehst. Ich hab mir einen großen Dino getamt, einen Elite-Dino. Und mit dem bin ich erst die ganze Zeit rumgerannt. Der hat alles zerlegt. Alles war auf Level 1000. Ein Kano. Und die Mauern, die du eingerissen hast, sind jetzt wieder da und da sind Metall-Spikes und die sind aus Metall. Ja, lol. Also. Ich bin nämlich gerade da. Ja, und davor steht irgendwo mein Brondo. Weiß ich noch nicht. Ich muss hier erstmal vor allem möglichen Viehzeug weglaufen. Ja, das ist ein rotes Schild? Oder bin ich jetzt hier rot? Nö, mein Leben geht's gut. Hier ist ja, oben. Du hast Leben geskillt, oder? Nee, hab ich nicht. Hier ist ein rotes Schild. So mitten in der Gegend steht ein roter Streifen. So. Aber ich kann... Redmin oder was? Nee, hier ist ein roter Streifen zwischen den Bergen. Und hier ist eine Foundation von Katz.
Von Cass, ich habe seinen Platz gefunden. Ja, aber. Ach ja, da steht mein Bett drauf und ein Mörser, ne? Nee, nichts. Ja, dann ist mein Bett und mein Mörser zerstört. Wir sind schon gutes Level. Wir sind schon Level 59, 60, Ja, das kannst du bis 1000 jetzt durchmachen. 80. Ja, ich will mehr Movement Speed. Ist auf jeden Fall besser erstmal. Übertreib's aber nicht mit Movement Speed, sonst wird's unangenehm zu spielen. Ich mach gerade Gewicht. Was? 34.100? Das ist doch ein Bug. Okay. Es ist hochgedreht. Ich habe, ach, was weiß ich, 400 Tonnen oder so. Ich habe jetzt 2150 Leben. Na, ich bin bis 30.000 oder so oder 40.000 gegangen oder so. Keine Ahnung. Oder mehr? Weiß ich nicht. Ich muss joinen. Scheiße, was ist denn das hier für eine Ausbeute? Guck mal ins Inventar. Ach Ja, du. deswegen brauchst du so viel Gewicht. Ja, ich merk's. Wir pfeifen uns jetzt erstmal hier die paar Bären rein. Haben wir ja fleißig für gefarmt. Das Krasseste ist, du hast da drin Hunger wie Sau. Ja. Merk's. Midi Damage haben wir schon 1175. Mach Fortitude und fress rohes Fleisch einfach. Boxen Kilo, machen kaputt und hauen einmal mit der Faust. Hast du 2000 Fleisch oder so. So, der steht schon mal, der gehört jetzt mir. Was wollt ihr Kompis denn? So. Fast wäre ich drauf gekommen. Naja, ist ein bisschen schwierig, auf so einem Server zu joinen. 300 Mods da, ey, was der 300, glaube ich, alle Mods, die es gibt drauf, ey. Ja, echt. Oh. 101. Aber wenn man drauf ist, läuft's, und das ist ja das Geile, Alter, Das ey. ist echt das Geile. Oh, ruckelfrei, keine Probleme, Alter, trotzdem ganzen Mods, ey. Du kommst halt echt scheiße schwer drauf. Ja. Was sagst du, bis Level 1000 geht das? Ich bin Ja. erst 172. Ja, dann klick mal schön. Nö, erstmal nicht. So, ich habe einen Dilophosaurus. Wer kackt denn hier so rum? Ach du Grüne. 2, 4, 6, Ja, das habe ich 7, doch 8. gesagt, ey. Du kommst dir vor, Alter, das ist doch aber. nicht normal. Guck mal, wie viel Kackerchen ich gemacht habe. Ich bin noch nicht fertig. Aber das Gute ist, das machst nur du. Deine Viecher machen nicht so oft hintereinander Kacker. Okay. Weil das wird echt stören, damit so ein Steinkloppe unterwegs bist. Kack, Mein Dilo hat 4.400 Leben. Was ist denn da los? Ja, die kannst du bis ins 1.000.000 machen und dann machst du Melee-Damage bis 30.000, 40.000, Okay. Movement Speed ein bisschen höher. Okay. Gewicht ganz wichtig, volle Pulle aufdrehen. Ja, habe ich gerade auch schon reichlich genommen. So, ich habe vergessen, ich starte meine Stoppuhr. Ich muss ja gucken, wie lange die Aufnahme geht. Weil ich will jetzt erst einmal versuchen, für euch schöne Abmoderation und eine Anmoderation zu machen. Mal ausprobieren, ob das geht. Hier ist wie was wo? Ich muss put E. Ja, hier hast du Fleisch, Essen. Ach so, speichert. Jetzt gerade den Speicherpunkt. Und jetzt geht's weiter. Wait, a tool is utility is hungry. Okay. Und da hat er. Ja, ich habe ein Elite-Dildo. Schauen wir mal, was kann das Das Vieh? war mein erstes Viech und dann habe ich einen Nee, ich habe erst ein Brunnenloch. Dilo. Njung. Und du kannst ohne Sattel drauf auf dem Dilo. Was? Ohne. Yeah! Boah, ey, da machen wir ein Thumbnail von, wa? Das ist richtig geil, Mann. Ey, du kannst mal in die Kamera gucken? Dann machen wir es halt so. Ja, hallo, mein Hübsches. Willkommen. Komm, mach weg da. Ich will. Nein. 17 Leute spielen wir da. Die haben sich gerade ein bisschen in der Wolle im Chat. Ich glaube, den mache ich vielleicht auch aus. Ja, machen wir mal aus. So. Chatbubbles, ne? Floating Blood Damage. Checken. Autoheiden, genau. Apply, safe. Nee, Autoheiden ist falsch, ne? Options. Autoheiden-Checkbox. Gezähmte Dinos können das Leben leichter machen. Naja, egal. Lassen wir, wie es ist. Auf jeden Fall müssen wir Survival of the Fittest irgendwann starten, ey. Ja, werden wir demnächst noch machen. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf, den wir beide da einfach durchrocken, Alter, ey. Ja. Was kann der viel? Ach, der kann ja hüpfen. Ja, Wie los, nice ist Dodo. das denn? Er kann aber leider nicht fliegen. Nee, ich hab's gemerkt. So, wo ist denn Und mein Dilo? Da. dem machst du jetzt volle Bulle auf Melee, Gewicht und Leben.
und Movement Speed auf 400. Und dann kannst du losgehen und alles zerlegen mit dem Dodo. So kommst du ganz schnell an Waffen, an Metallwerkzeug. Ja, man muss mit dem was zerlegen. Voll witzig, der Kleine. Ach, die Dodos haben ja auch so ein Plus 1. Der kann ja gar nichts töten. Ach doch. Du musst ganz nah ran, der hat eine geringe Reichweite. Ja, ich habe hier gleich das Rubberbanding, der flitscht immer zurück. Ich muss mal kurz hüpfen. Komm, lass mich jetzt auf den Server, Mann. Daimer hat joined the Ark. Ja, ich wurde gleich wieder rausgekickt. Ja, der speichert auch ziemlich oft. Der muss halt oft speichern wegen dem ganzen Fortschritt, was du machst in der kurzen Zeit. Ja. Komm, lass mich nicht in den Stich, los. Join! Warte. Ja, der Ping ist mit 90, ach, ganz gut eigentlich, ey, für das, was da drauf ist, ey. 102, 94, ja. Wieso werde ich immer wieder zurückgebackt, wenn ich eine Attacke ausführe? Ja, das ist halt Dodo. Deswegen schönen Elite-Dilo holen, fertig. Aber ja, aufpassen, sobald der Elite-Dilo spuckt, bist du betäubt. Ja. ...13.000 Leben hat er schon. Jetzt machen wir Melee Damage auf 4.000, 5.000. Alter. Alles hoch. Das ja, brauchst du. Komm mal her, Schildkröte. Jetzt gibt's auch Fresse, ey. Hier, ich bin Dodo. Zack, tot. Nice. Ja, hier, Killer Dodo. Landwirtschaft braucht seine Zeit, lohnt sich aber langfristig. Das habe ich auch noch nicht gelesen, ey. Doch, da steht nun mal immer auf Englisch. Nein, gerade ist mal wieder so. Alles leise, hörst du Joins, bumm, raus. Beende A komplett, das hat bei mir eben funktioniert. Ja, mache ich ja, habe ich schon das dritte Mal. Ja, genau, frisst den auf. Braves Ding. So, Folge Lito Dodo. Den Rest machen wir mal. Boah, 1200. 2000 Movement Speed. Ich bin ein Dodo. Ich krieg die Weltherrschaft. Dodo, Dodo. Dodo. Ja, wir machen alles klar. La 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 la. Dodo. Oh, ist ja geil, Mann. Ich bin der Killer, ja. Ist das auch eine Elite? Da war ich aber zu schnell vorbei. Boah, kannst ja kaum steuern, den Burschen. Ach, du gehörst schon jemand, alles klar. Wo ist denn? Ey, hallo, hallo, nicht rumspacken hier. Mann, bist du schnell. Oh, mein Dilo habe ich jetzt vergessen, aber das hat keinen Sinn mehr. Das Gute ist, das Primate hält ewig, Alter. Weil das ein riesen Stack ist. Was will man mehr bei so einem Dodo? Ist ja geil. Ich muss unbedingt die Anunnaki-Viecher da tamen, ey. Ist nur gar nicht so einfach. Ja. Selbst auf so einem Steroid-Server, ey. Das stimmt wohl. Hier kommt ja der Dilo? Ja. Wie auch bei dem Tempo. Was ist das denn? Moser? Hallo, hast du einen Besitzer? Ganz viele Mosers sind hier im Wasser. Echt? Jupp. Und, die sind getamed. Och, komm schon, ey. Lass mich drauf. Der kann fliegen. Sag nochmal, der Dodos kann nicht fliegen. Dann guckt euch das hier an. Ich muss jetzt aber rauskriegen, wie ich den Chat ausmache. Blood Damage, Flating Joint, Fat Bubbles. Da, wo du meine Foundation gesehen hast, steht irgendwo meine kleine Burg, die ich angefangen habe. Ich habe keine Ahnung, wo das war.
Die sind überall so komische rote. Hey, hallo weiße Schildkröte. Ja, ich habe dich vorhin schon mal gesehen. Jetzt kommt die Rache. So. So, up. Jetzt suche ich mir hier die Killerschildkröte von vorhin. Die war doch hier irgendwo in der Nähe. Boah, untragbar der Speed. Ja, das war doch hier, wo uns die Schildkröte erwischt hat. Nicht darunter glitschen. Ja, hey, da ist sie. So, Viech, hä? Was ist dein Problem hier? Komm mal her, ja. Kriegst du Fresse hier. Ach, das ist eine Feuerschildkröte. Wow, hat die mich weggenockt. Ja, ich bin diesmal schneller. Ich bin diesmal schneller. Aber um... Oh, die zerstört auch Steine, wenn die da drüber läuft. Auch wenn es so ein Affe entgegenkommt. Ich muss dir irgendwie Leben geben, dem Dodo hier. Wie war das? Einfach was zu futtern geben? Einmal auf Leben klicken? Nö. Oder ist das ein Fleischfresser? Oh, ist ein Fleischfresser. Dodo? Ja, klar. Der Elite-Dodo. Ach so. Hä? Egal, ich gebe dir beides, dann ist alles gut. Hä, ist nicht ein normaler Dodo auch ein Fleischfresser? Nein, das sind Bärenfresser. So, jetzt haben wir unser Leben voll, jetzt können wir uns mal mit der komischen Quarktasche da anlegen. Wo bist du? Komm, lass mich jetzt auf diesen Server drauf. Wir fliegen und fliegen und fliegen. Jetzt habe ich ins Wasser gekriegt. Nee, im Wasser kann ich gar nicht attackieren. Okay, ich habe irgendwie Flammenschaden. Daima joins the Ark. Ja. Jetzt kriegst du Fresse vom Dodo, Dodo. Wie heißt das Viech? Gansha Warden of the Beach. Wow, die hat mir schon das halbe Leben abgefrackelt. Ach komm, jetzt lass mich nur einfach auf den Server drauf. Jetzt habe ich das Problem, was du hattest. Das Viech heißt Gansha, was ein komischer Name. So, jetzt habe ich über 10.000 Milli Damage. Der Dodo ist erst bei Level 250. Moment, warte mal. Pass bloß auf, wenn du in die Nähe von irgendeiner Base kommst und du siehst dann nicht, ey. Sonst geht's. Du bist tot. Okay. So wie meine ganzen Viecher schon gestorben sind und ich schon. Jedes Mal Farm gewesen, lauf zurück, sehe die Base nicht, rupp, tot. Ja, und keine Möglichkeit heranzukommen, aber ich habe eine Möglichkeit entwickelt, heranzukommen. Du baust dir einfach Foundations, setzt sie 2 Meter vor und baust dir so ein Zickzack Labyrinth dahin, mit Mauern davor, dann erwischen dich die Laser nicht. Okay. Das ist mir aber achisch gekommen, weil du kannst ja Burgenteile bauen. Und dann hast du echt Dussel gehabt, ey. Okay. Ist mir erst nachgekommen, wo ich im Bett auch und dann überlegt habe, ich so, wie kann man da rankommen wieder, ey. Vor allem nicht farmen, ich bin ja 3-mal losgezogen und hab gefarmt und jedes Mal alles verloren. Oh Mann. So, jetzt ist der Dodo aber auch gegen den Warden Strandkiller Arsch gesichert. Den machen wir jetzt fertig. Wenn wir wiederfinden. Oh, lass mich jetzt auf den Server nochmal alles blenden. Oh, jetzt ist der. Wow! Das ist aber eine krasse Nacht jetzt. Man sieht die Lava da hinten. Ja, das ist richtig geil. Wo ist denn jetzt hier der Warden of the Strand? Hä, was war denn das für ein Update von 538,9 MB? Nee, der frisst Bären. Das bin ich mir jetzt sicher. Oh nein. Okay, alles gut. Okay. Argonsteroids, die 100. Ja, es ist wirklich schwer, da drauf zu kommen. Aber, Alter, es lohnt sich. Aber er ist doch ganz schön lucky. Also ich hatte da keine Probleme, ey. Ständiges Rubberbanding. Also das ist
Ja, der ist vielleicht, weil du nur mit dem Dodo unterwegs bist, hol dir mal ein anderes Viech. Ja, das könnte man probieren. Wo ist denn jetzt hier der... Alter, ich weiß, ich muss den Dodo umbenennen. Ist mir scheißegal, wie du, was du für bist, aber du musst heißen Fahrari. Mit IE am Ende natürlich. Ferrari. So, wo ist hier der Kriegsarsch? Hier, ich will Stress. Ist der weg, ey? Da ist er. Hab dich. Guckst du Fresse, Junge. Ich hab 20.000 Mili Damage und 50.000 Leben. Ich hab ihn gekillt. Nee, Sabertooth. Boah, der macht aber wenigstens Damage. Jetzt komm mal runter zum Strand, wo ich dich auch sehen kann. Penado. Ooh, flying high. Komm, lass mich drauf, bitte lass mich drauf. Das war eine normale. Komm schon. Was ist denn jetzt? Oh, es sieht gerade echt gut aus. Ja. Komm, lass mich drauf. Boah, das ist der Hardcore hier. Jetzt müssen wir wieder flüchten, weil Dodo ist gleich betäubt. Weil voll erschöpft. Weil nix Stamina. Die habe ich nämlich vergessen zu skillen. So. Noch ein Level auf Leben. Dann kriegt er nochmal eine Handvoll Beeren. Noch einmal auf Leben. Hä? Wo geht er denn jetzt nicht? Oh, was war das? So, 57.000 Leben. Jetzt muss ich es aber mit dem Arsch da aufnehmen können. Was ist das für ein crazy Vieh? Ich glaube, mein Arsch hat sich gerade aufgehangen. Das hatte ich auch und dann war ich drin. Ja, und das habe ich jetzt gerade auch, aber es kommt gerade nichts. Mal einfach warten. So, komm her, du. Boah, was gibt der mir eine Range? Das ist Wahnsinn. Schön an dem Berg. Ups. Kopf in der Hand. Ich krieg dich. Das ist ein komischer Hardcore-Vogel, ey. Boah, direkt alles an Viehzeug wird aggro auf mich. Wenn der in der Nähe ist. Ja, das ist normal. Okay. Ich brauche nicht mehr Stamina. Mehr Stamina. So, wollen wir mal gucken. Dodo versus Megakröto. Der ist nur Level 4. Ach du Scheiße. Alter, der Dodo hat so viel Mili-Damage. Na, du hast ja das schwächste Vieh ausgesucht. Schön war. Also schwächste Vieh würde ich jetzt nicht sagen, ne? Weil der Bursche ja hat 30.000 Mili Damage und 73.000 Leben. Ja, aber das ist ja nur prozentualer Mili Damage und jedes Vieh hat einen Grundwert von normalen Damage. Das stimmt schon. Das kann man sogar nachlesen. Also nachschauen, wie viel ein Dodo hat. Dodo ist, glaube ich, das geringste. Irgendein Alpha muss ich aber eben gekillt haben oder so.
weil ich habe nämlich Anunnaki Poison Arrows bekommen. Hm. Aber wenn du die Sperre siehst, die Holzsperre allein ist richtig geil. Gerade du mit deinen Holzsperren, wo du unterwegs warst. Mhm. Die gibt's jetzt an Conscious-Sperre. Das ist übelst geil, ey. Ey, wenn ich mich einen Berg im Rücken hab, dann kann ich gegen den komischen Krötenmonster da nichts ausrichten. Brauch einen Berg im Rücken. Ach, such dir schnell ein anderes Viech und mach's kaputt. Boah, der macht dir noch mehr Melee-Damage. Der macht. Ach, jetzt weiß ich, warum der mir so viel Leben raubt. Der macht Schatten-Damage, der macht Feuer-Damage, der macht Poison-Damage. Hm. Jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte. Komm, Ark, jetzt gib mal Gas, Mann. Wenn jetzt starte ich jetzt einfach nochmal komplett einen Rechner. Mhm. Ah, vielleicht klappt es dann. So, bis gleich. Ja, bis gleich. No chance gegen das Drecksviech. Und das war's, mein Dodo ist tot. Na gut. Take all. Ja. Und tschüss. Ich bin selber auch nicht langsam. So. Nee, das ist ein kleiner Dodo. Gut, ich würde sagen, für Folge 1 war es das. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Vielleicht schaffen wir es dann mit der Schildkröte. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.